Guten Morgen, ich heiße Martina Weber bei Windows. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Schickelgruber. Ich rufe Sie an aus der Reichshauptstadt Berlin. Und es scheint so, als ob sich auf meinem Rechner ein Virus eingenistet hat. Ich habe hier eine Fehlermeldung bekommen, dass die Netzwerksicherheit gefährdet ist. Okay, kein Problem. Bitte jetzt geben mir Ihre Handynummer oder Festnetznummer zuerst. Ich habe Sie nicht verstanden. Da war ein Knacken in der Leitung. Ja, bitte zuerst geben mir Ihr Festnetznummer oder Handynummer. Wozu brauchen Sie die denn? Dann ich checke Ihr Computer alle Über Details. Wir müssen Ihr alle. meine Telefonnummer checken Sie meinen Computer. Nein, Herr, sagen Sie mir Ihr Computer, zuerst Ihre Personeninformationen, die Handynummer oder Festnetznummer, weil in meinem Bildschirm Ihr Nummer nicht zeige hier. Ach so, ja, das ist 015 015 79 79 262 262 1647. 1647, richtig? Korrekt. Wie heißen Sie? Schickelgruber Alois. Schickelgrube. Soll ich Ihnen das Okay. buchstabieren? Ja, ich sehe. So, jetzt bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Ich helfe Ihnen dabei, okay? Jawohl. Sehen Sie unten links auf der Tastatur und sagen Sie mir, welche Taste sehen Sie? Ganz unten links, ja? Ja, STRG. STRG, genau. Und Steuerung heißt daneben. das, glaube ich. Ja, und daneben. Ich weiß nicht, wie die Taste heißt. Da sind vier Quadrate drauf. Ja, es ist Windows-Taste. Also drücken Sie Windows-Taste und Das ist die Buchstabe R wie Windows-Taste. Radio. Ja, Windows und R gleichzeitig drücken beide Taste. Ja, R einen wie Radio. Moment. Gedrückt. Ja, ich muss nur kurz etwas. Jetzt funktioniert Dann, das. Da ist ein neues ja, Fenster gekommen. ja, Ausführen. richtig. Richtig. Bitte schreiben in diesem Feld H wie Heinrich zweimal. Heinrich. Ja, haha, mit klein buchstabieren. Haha ist immer sehr gut. Dann Leertaste. Ja. Dann noch einmal H wie Heinrich. Jawohl. Klicken Sie OK. OK angeklickt. Das habe ich. Da ist eine neue kleine Seite gekommen. Oben rechts. HTML-Hilfe steht Richtig. dort. Neben die HTML-Hilfe, gerade neben dem Links, Sie haben ein kleines gelbes Fragezeichen. Das ist korrekt. Klicken Sie gelbes Fragezeichen. Jawohl. Dann Sie bekommen eine Liste. Sehen Sie, letzte zweite Option ist zu URL springen. Klicken Sie das. Ja, ich habe gesehen, was Sie meinen. Da soll ich draufdrücken, ja? Dann Sie bekommen ein neues Fenster und Sie haben ein Feld. Korrekt. Bitte schreiben in diesem Feld W wie Wolfgang dreimal. www. Einmal Punkt. Ein Punkt. S wie Siegfried. Siegfried. O wie Ulrich. Ulrich. P wie Paula zweimal. Paula zweimal. O wie Otto. Otto. R wie Richard. Richard. T wie Theodor oder Theodor. Thomas. Jawohl. Einmal Punkt. Punkt. M wie Martha. Jawohl. E wie Emil. Jawohl. Jetzt klicken Sie OK. Okay, angeklickt. Ja, das habe ich. Da ist jetzt eine neue Seite aufgegangen. Supportverbindung. Korrekt, so sieht das aus. Ja. Jetzt ich gebe Ihnen sechsstelligen Code, schreiben das Code, okay? Ja, einen Moment, ich muss mir gerade einmal kurz die Nase putzen. Ich habe schreckliche, schreckliche Erkältung. Bin sofort wieder bei Ihnen. So, jetzt kann es losgehen. Entschuldigen Sie. Kein Problem. Was darf ich notieren? Es ist in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung. Was darf ich notieren? Wie ist der Zugangs? Sie wollten mir eine Nummer mitteilen. Eine sechsstellige Nummer. Ja, bitte schreiben 53 53 06 06 09. 09.
Klicken Sie Download starten. Jawohl. Soll ich das ausführen oder herunterladen? Ausführen. Klicken Sie ausführen. Jawohl. Dann Sie bekommen noch einmal ausführen. Klicken Sie das. Jawohl. Wie Sie befehlen. Dann Sie be ja, dann Sie bekommen in kurzem Zeit ein OK. Klicken Sie dann OK. Bekommen Sie ein OK? Ja, ich werde von meiner Sicherheit gefragt, ob ich dem Programm vertrauen möchte. Kein Problem, sehen Sie. Etwas ja, links unten. Röhm und Himmler sind immer etwas misstrauisch. Die fragen immer nach, aber das ist ja zu meiner Sicherheit. Ja, ich verstehe das. Haben Sie eine OK-Option? Ja, ich habe schon darauf gedrückt. Ja, einen Moment, warten Sie kurz. Hier steht jetzt auf Techniker warten. Das sind dann ja, sicherlich Herr, einen Moment. Jetzt klicken Sie OK. Sie haben eine OK-Option. Klicken Sie das. Tech03, das ist Ihr Name, ja? Ja. Warten Sie kurz. Wo ist denn mein Hintergrundbild hin? Ich habe mir so viel Mühe damit gegeben. Bitte bleiben Sie am Apparat. Haben Sie mein Hintergrundbild weggemacht? Warten Sie kurz, ich mache alles dieser Weg. Okay, einen Moment. Was machen Sie denn da? Warten Sie kurz, ich überprüfe Ihr Computer. Einen Moment. Ich habe das Gefühl, dass Sie vollkommen überfordert sind. Einen Moment, Herr. Ich suche Probleme in Ihrem Computer. Einen Moment, warten Sie kurz. Welche Probleme suchen Sie denn? Also es wurde angezeigt, dass da ein Virus und ein Trojaner drauf ist. Ja, ich sehe die Trojaner in Ihrem Computer. Wie viele Trojaner Sie haben? Wie viele denn? Ich sehe das. Einen Moment. Wir sehen hier ein Paradebeispiel für Überforderung an allen Fronten. Ein Moment, Herr. Ich sehe ihn in Ihrem Computer. Ein Moment, warten Sie kurz. Okay, ich sehe, ich zeige Ihnen Ihr Computerproblem. Sie zeigen mir das Problem. Ja, sehen Sie das selber, Herr. Ja, da steht Fehler. Computer? Sehen Sie das selber in Ihrem 1715 Fehler. Von Anfang an ja. Bin ich nur verraten und betrogen worden. Alle haben mich verraten, sogar die IT-Abteilung. Das ist ja Sie unglaublich. Selber, Herr, in Ihrem Computer, Sie haben diese Fehlermeldungen. Und Sie kommen Zeit, diese Fehlermeldungen, Sie kommen Zeit 2019. Von. Sehen Sie das selber? Seit 2018. Genau, ja. Sie haben dieses Problem von dieser Seite. Das gibt es ja selber? Nicht. Das gibt sehen es Sie ja selber? Nicht. Das ist ja schrecklich. Können Sie das denn reparieren für mich? Ja, das kann ja so nicht weitergehen. Da ist ja kein jede weitgreifende Problem. Operation vollkommen unmöglich. Kein Wir müssen Problem. Dringend Wir die machen alles Ölgebiete weg. Im Osten zurückerlangen. Und mit solch geschädigter und sabotierter Technik ist das schier unmöglich. Der Angriff Wenk wird das alles in Ordnung bringen. Ja, wir machen alles weg. Ich mache Ihr Computer. Warum machen Sie da alles rot? Das ist doch nicht schön. Können Sie bitte eine andere Farbe nehmen?
Sind Sie noch in der Ausbildung? Jetzt sehen Sie das in Ihrem Computer. Sie haben diese Fehlerwarnungen, diese Fehlermeldungen nehmen viel Platz auf Ihrem Festplatz. Deswegen im Moment Ihr Computer läuft langsam und diese Fehlermeldungen machen Ihre Windows blockiert und Computer gesperrt auch. Sehen Sie das? Natürlich. Ja, diese Fehlermeldungen ist sehr, sehr hoch. Jetzt ich zeige Ihnen eine andere Software an, dann wir sehen die anderen Infektionen in Ihrem Computer, okay? Unbedingt, das muss ja ganz dringend wieder behoben werden. Ja, Herr, sehen Sie das? Dann ich gebe Ihnen eine Lösung auch, eine beste Lösung, okay? Unbedingt. Ja. Sehen Sie das, Herr? In Ihrem Computer, das ist die wichtige Software und Programme. Das ist aller wichtige Software und Programme. Wenn Ihr Computer einwandfrei läuft, Ihr Status immer aktiv sein, aber sehen Sie selber, es ist beendet, 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 beendet. Sehen Sie das? Ich kann das sehen, ja, das ist nicht gut. Ja, das ist die beendet geworden, deswegen Sie nicht Ihr Computer mehr benutzen, weil Ihr Software hier beendet geworden. Aber die kann man doch bestimmt neu starten, oder nicht? Ja, ich gebe Ihnen eine Zusammenfassung für diese Probleme, dann ich gebe Ihnen eine beste Lösung, okay? Bitte, unbedingt. Hören Sie mich? Ich höre ja. Sie. Bitte sehen Sie, in Ihrem Computer, Sie haben 1000 Fehler und Warnungen, mehr als 1000 Fehler und Warnungen. Das waren 1713. Ja, diese Fehler und mehr als 1000. Diese Fehler und Warnungen, es ist gefährlich für Ihr Personenschutz auch. Für meine persönliche Frau, meine Eva ist auch betroffen. Das ist besonders ja schrecklich. Das bedeutet, in Ihrem Computer, Sie haben viele Privatinformationen, eine professionelle Informationen, richtig? So, es ist auch ist in Gefahr. Selbstverständlich, ich bin der Gröfatz. Ich habe so viele Informationen auf meinem Rechner, das können Sie überhaupt gar nicht in dann Worte fassen. Dann ist Windows blockiert und dann Ihr alle Software beendet auch. Ja, aber es waren ja nicht alle beendet, es waren nur ein paar. Ja, ein paar, aber nächste eine Stunde, Sie bekommen alle beendet auch. Verstehen Sie? Wer beendet die denn? Ja, dann ich gebe eine Lösung. Für nächste eine Stunde bitte lassen Ihre PC genauso an. Ich fange meine Arbeit sofort und mache Ihre PC in Ordnung. Okay? Das ist wunderbar. Zuerst wir machen raus Ihre Fehler und Warnungen. Dann entsperren Ihr Windows. Wo habe ich überhaupt angerufen? Wo sitzen Sie? In München. Ihr Anruf landet hier in München und Sie sind mit Windows verbunden. Okay? Sie sind in München. Oh, da können wir ja nachher. Ich kann das Gerät auch zu Ihnen vorbeibringen. Ich wohne auch in München. Ja, gut. Dann wir alle neue Software installieren in Ihrem Computer. In welcher Straße sind Sie denn? Wie bitte? In welcher Straße sind Sie? War die Frage zu schwierig? Ja, wie bitte? In welcher Straße ist Ihr Büro? Ein Moment, ich schreibe hier, dann sehen Sie das. Wolte. Straße. Gruppis. Straße. Da habe ich Sie ja noch nie gesehen. Wie bitte? Ich sagte, ich kenne die Walter Gropius Straße, da habe ich Sie noch nie gesehen. Tatsächlich, Microsoft Deutschland GmbH. Ja, so möchten Sie weitergehen, ja oder nein, sagen Sie mir, Herr. Natürlich. Ja, so jetzt, ich gebe Ihnen, wir installieren vierseitige Sicherheit in Ihrem Computer. Was steht da? Ja, einen Moment. Sagen Sie mir, Herr, haben Sie irgendeine gefährliche Seite im Internet besucht? Was ist das hier für ein Wort? Was bedeutet das? Bitte nicht bewegen, Ihr Maus, ich mag ja, ich muss doch wissen, was da steht. Wenn Sie irgendeinen Kauderwelsch hinschreiben, verstehe ich das doch nicht. Ein Moment. Wir installieren Firewall-Schutz in Ihrem Computer. Dann Netzwerkschutz. Dann Windows-Schutz. Aber Windows hat doch ein eigenes Schutzprogramm. Den Windows-Verteidiger. Den Fensterverteidiger. Ja. Wir installieren diese Schutz und dann in Zukunft, Sie haben kein Problem. Aber der ist doch hier drauf. Sie bekommen nicht das gleiche Problem in Zukunft. Aber das Programm ist doch drauf hier. Diese Probleme machen Ihr Computer immer frei. Okay? Die Probleme machen meinen Computer frei. Das wäre eine tolle Überschrift für mein nächstes Ferienlager. Computerprobleme machen frei. Das werde ich mir merken. Vielen Dank für diese Idee. Okay.
Firewall Schutz, Netzwerk Schutz, Windows Schutz, Anti-Hacking Schutz. Sie bekommen diese Schützen in Ihrem Computer. Jetzt wir geben monatliche Wartungen für diese Geräte. Okay? Das Ja. ist 3 Jahre, 5 Jahre und 7 Jahre auch. Das ist Ihr Wunsch, wie lange möchten Sie Ihr Computer schützen lassen. Okay? Das habe ich verstanden. Also Sie brauchen Ja, 7 Jahre, um das zu reparieren. So lange Sie haben die Sicherheit, so läuft Ihr Computer einwandfrei. Verstehen Sie das? Aber Sie brauchen 7 Jahre, um das zu reparieren. Ein Moment, ich schreibe hier die Kosten auch, okay? Sechs Wartungen plus 3 Gerätehilfe plus 100% Schutz. Dann wenn Sie entscheiden 7 Jahre, dann Sie bekommen 84 Wartungen plus 4 Gerätehilfe plus 100% Schutz. Hier ich schreibe die Kosten, dann entscheiden Sie, möchten Sie ja oder nein. Das ist sehr freundlich. Sagen Sie mir, Herr, wie lange möchten Sie Ihr Computer schützen lassen? Aber gibt es auch eine Option, das für immer zu machen? Welche? Wie viel Zeit nehmen Sie? Für Drei immer. Jahre Geht oder das? Immer? Ja, für Ein immer. Langes Leben, lebenslang. Für lebenslang. Haben Sie sowas auch? Ja, wir haben ein lebenslang. Es kostet 700 plus Mac-Wegsteuerung. Plus was? Mac-Wegsteuerung. Was ist das? Ein Text. Eine was? Ein Text? Worüber? Ja. Eine Propaganda-Ausführung oder was schreiben Sie da für mich? Das ist ein Mehrwertsteuerung. Sie sind ein Deutscher, ja oder nein? Sagen Sie mir. Ja, selbstverständlich. Ich bin Sie das? Der Deutsche. Ich verstehe nicht, was Sie sagen, nein. Es kostet 700 plus Mehrwertsteuerung und dann Sie bekommen lebenslang Wartungen, 100% Schutz und 4 Gerätehilfe. Nicht bewegen, Ihr Maus. Was sagen Sie? Mehrwertsteuerung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist eine Steuer. Bergwerksteuerung. Verstehen Sie einen Text? Was verstehe ich? Können Sie das Wort einmal hinschreiben? Warten Sie kurz, ich verbinde Sie unsere Hocktechnik. Einen Moment. Ja, vielen Dank. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, ich heiße Bertha bei Windows Support. So sagen Sie mir, wie lange möchten Sie Ihren Computer schützen lassen? Für immer möchte ich meinen Rechner schützen lassen. Okay, so haben Sie hier die Kosten gesehen? Ich habe die Kosten gesehen, ja. Okay, so möchten Sie Ihren Computer für ganzes Leben schützen lassen? Ich möchte ihn fürs ganze Leben schützen lassen, ja. Es kostet 700 Euro plus deutsche Mehrwertsteuer. Was ist das für ein Wort, das Sie da sagen? Das ist Mehrwertsteuer. Das die 19% Mehrwertsteuer. Das Wort, das Sie suchen, ja. Heißt Mehrwertsteuer. Ja, das, was ich meine. Ach, das meinen Sie auch. Sagen Sie mir, wie lange müssen Sie Ihren Computer schützen lassen? Für immer, habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt. Das ist 700 Euro plus deutsche Mehrwertsteuer. Es kostet Sie einmal 900 Euro, richtig? Richtig. Okay. Dazu brauche ich hier die einfachen Informationen. Bitte alles selber ausfüllen, damit ich mache keinen Fehler. Die Name, Handynummer und die E-Mail-Adresse eingeben. Ich soll das selber ausfüllen. Ja, bitte. Na, das machen wir doch direkt.
So, kann weitergehen. Welche E-Mail-Adresse ist es? Du Knallidiot@reichstag.is. Das ist eine Adresse Okay. in Israel. Okay. Woher kommen Sie aus? Ich komme aus Braunau am Inn. Das ist in Österreich. Aber Sie haben mir gesagt, dass das ist die E-Mail-Adresse von Israel. Natürlich, das sind meine besten Freunde. Okay, so warum haben Sie Ihre Freunde-Adresse uns hier gegeben? Ja, warum nicht? Da habe ich Ich mein brauche E-Postfach. Ihre, ich brauche, ich habe, ich brauche Ihre eigene E-Mail-Adresse, Das damit ist Sie alle meine Zuordnung Adresse. kriegen, alle. Okay. Sagen Sie mir, welchen Supermarkt haben Sie in der Nähe? Aldi, Welchen? Lidl, Penny. Rewe. Fahren Sie zum Rewe, bezahlen Sie an der Kasse den Betrag 900 € und besorgen Sie die Google Play Karten. An der Damit ich Kasse. mache Ihren Google sein. Genau. Fahren Sie zum Supermarkt, bezahlen Sie an der Kasse den Betrag und besorgen Sie die Google Play Karten insgesamt von 900 €. Für wie dumm halten Sie mich Okay? eigentlich? Genau, Herr. Verstanden? Ich gebe Ihnen mal. Vergeuden Sie unsere Zeit nicht, Ja, okay? Tschutia. Hast du das Ja. verstanden, du elendes Stück Genau, Dreck? Sie sind ebenso, ebenso, ebenso. Mother Ja? Chod, Bitte, Ben Chod, ebenso, Ben ebenso. Calore. Ich würde Ihnen sagen, hey, bitte einmal korrigieren Sie. Sie haben das falsch buchstabiert. Sie sollen das nochmal in die Gehen gehen und einmal all these. Sprechen Sie Englisch auch? Einen Moment, da muss ich Ihnen meinen Korrespondenten geben. Okay. Yes, hello, this is Rakesh Solinder calling from Indian Embassy. How may I help you? Sorry. Hello, who is that? Another criminal? You are not speaking from Indian embassy. You are the criminal, right? Hello. Was ein elendes Drecksgesocks, ein blödes. Dieses Scheißpack.